Hey Leute, G-Max hier und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, meine lieben Freunde. Und ihr seht schon am Titel, heute mal etwas ganz Spezielles, und zwar eine besondere Pop-Up-Figur haben wir hier am Start, nämlich die liebe Ersa Scarlett aus Fairy Tail, meine lieben Freunde. Ja, die Verpackung an sich sieht schon mal richtig geil aus. Wir sehen hier auch zum Beispiel, ihr Name in japanischen Katagana ist hier beschrieben. Ich finde es mega cool, wenn man auf diese kleinen Futures quasi achtet, so einfach ein bisschen japanischen Style reinbringt. Kommt auch direkt aus Tokio, glaube ich, oder Japan halt. Die Figur habe ich mir letztens in GameStop mal gegönnt, weil ich einfach dachte, die sieht geil aus. Ich gucke auch gerne Fairy Tail und ja, bin großer Fan des Animes auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja, die Verpackung sieht schon mal ganz geil aus. Habe ich, glaube ich, sogar schon gesagt. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir packen das gute Stück jetzt erstmal aus. So Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal hier die Verpackung, die Außenverpackung, die Hülle weggenommen. Jetzt haben wir hier so eine doppelte Verpackung von beiden Seiten. Ich finde das auch, ja, ist auf jeden Fall gut gemacht, Leute. Ich würde sagen, wir machen das hier mal relativ vorsichtig auseinander und perfekt. Na, das wehrt sich noch ein bisschen. So, perfekt. Ist das Schwert direkt rausgefallen. So. So, nehmen wir mal alles raus hier, Leute. Die Figur, der Untersetzer, wir haben nämlich einen schönen Untersetzer hier. Ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist, ich würde sagen violett. Wo wir die liebe Ersa auf jeden Fall draufstellen können. So, nachdem wir hier den Untersetzer ausgepackt haben, packen wir die liebe Ersa erstmal aus. So, Leute, wir nehmen mal hier die Verpackung weg. Oh, so, jetzt haben wir hier die liebe Ersa. Boah, das sieht so krass lebensecht aus. Ich stehe wirklich krass auf diese Figuren, Leute. Das ist so nice. Allein schon, ich mag ja generell Ersa Scarlett Style. Einfach so eine Art Schuluniform oder halt auch, naja, einfach so einen Rock als bei der Rüstung nebenbei. Hier seht ihr schön ihre Schulterplatten, ihr Brustpanzer, Bauchpanzer, richtig krass, ihre Armschienen. Leute, das sieht so krass aus. Ich glaube, das ist auch die, genau, das ist die Hartkreuz-Armor-Rüstung, die sie immer hat im Anime. Ihre Standardrüstung quasi. Sie hat ja so viele andere. So, jetzt stellen wir sie mal drauf. Genau, der kommt hier rein. Und die beiden kommen hier rein. Da steht sie schon. Den Arm können wir, glaube ich, nicht bewegen. Okay, Leute, packen wir jetzt mal das Schwert aus. So, das Schwert. Das Schwert ist so ein Ding, ey. Es ist ausgepackt. Kennt ihr so von Capri Sonne, wenn ihr diesen Strohhalm so auspackt, raustüdeln wollt? Genau so ist das. Nur ein bisschen noch komplizierter, Leute. So, das nehme ich ihr Schwert. So, jetzt haben wir es ganz vorsichtig. So, ich hoffe, man sieht es gut. Ihr Blade. Ich glaube, man nennt es Vektor. Auf jeden Fall ist das ihr Hartkreuz-Armor-Standardschwert. Und das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr geil aus. Hat eine gute Länge. Ich glaube, die Figur an sich hat auch genau 17 cm Größe. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Größe für so eine Figur. Sieht sehr, sehr lebensecht aus. Und ja, jetzt würde ich sagen, Leute, wir montieren hier jetzt erstmal ein bisschen das Schwert dran. Ah ja, genau, hier hat sie ihre Hand, genau, und ja, Leute, boah, das ist die fertige Ersa-Figur, und ich würde sagen, das sieht doch richtig nice aus. Leute, einfach komplett lebensecht, sieht sehr, sehr cool aus. Jetzt nochmal hier von hinten, von der Seite und nochmal von vorne. Wir können das Schwert ja auch nochmal drehen. So sieht es quasi so ein bisschen schnittiger aus. Und nochmal hier so flach, so fast rausgerutscht. So, perfekt. So, wir hatten hier in der Verpackung auch noch so eine kleine Beschreibung. Oh ja, genau. Also wer Japanisch kann, kann sich das gerne durchlesen, würde ich sagen. Aber ich glaube, von meiner Community kann niemand Japanisch. Auf jeden Fall kann man diese Figur echt, ich glaube, die stelle ich mir auf meinen Schreibtisch. Und vielleicht seht ihr die auch mal in Streams. So Leute, ich würde sagen, wir sind sogar schon am Ende dieses kleinen, aber feinen Videos.
Und ich würde aber sagen, es hat sich wirklich gelohnt, diese Elsa-Figur zu kaufen. Sie hat auch nochmal ein paar kleine Futures hier einfach. Der Rock im Wind auf jeden Fall. Man kennt das Animes. Die Haare, wirklich geiler Style. Ersas Klamotten, Kluft generell, einfach nur feierbar, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's mit dem heutigen Unboxing. Wenn ihr Bock auf mehr solche Videos habt, wo ich einfach mal so ein bisschen Anime-Stuff auspacke, für euch vorstelle, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert das Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, euer G-Max. Haut rein!